Willkommen, willkommen. Mein Name ist Balazs und wir sind in München, wo ich beim Apple Store stehe. Ihr seht schon im Hintergrund, also ich habe mir das neue iPhone 12 Pro Max geholt, aber weil es nicht nur in einer Farbe gibt, ich habe es in Blau geholt, sondern in gleich vier. Zeigen euch jetzt gleich alle vier Farben und auch den Vergleich zum iPhone 12. Von der Größe her, von den Farben her, sind sie eigentlich gleich beim 12 Pro, aber natürlich gibt es hier eine kleine Übersicht für euch. Legen wir los, gehen in den Store rein. Ihr seht, heute ist nicht viel los, obwohl der erste Verkaufstag ist, aber wir müssen ja ganz schön viel Geld hinlegen und es ist ja der zweite Verkaufsstart vom iPhone 12, also viele haben es auch gar nicht mitbekommen. Aber legen wir los. Und schon legen wir los mit der silbernen Farbe, ohne großes Hin und Her. Natürlich mit einem silbernen Rand, schöner Kamera, die wie immer natürlich ein bisschen spiegelnd ist und matter Rückseite. Und vorne der riesengroße Bildschirm mit dem Store natürlich den Preisen. Dann das Goldene, an der Seite natürlich Gold, beziehungsweise ein bisschen bronzig. Hinten ein dunkleres Silber, ähnliches, aber wenn das richtige Licht einfällt, dann natürlich anders das Aussehen. Gleich dazu dann im Vergleich, wir sehen eben dann da schon ein bisschen anders. Dann haben wir hier das, ich glaube, schwarze, ja genau, schwarz. Auf den ersten Hinblick ist immer schwer zu sehen, je nachdem, wie das Licht drauf einfällt, aber auch überall schön chromig, Space Gray, ich würde es auch genannt, gerne und schaut einfach nur geil aus, hier mit den vielen Kameras, die natürlich ein bisschen rausstehen, wie immer. Und dann das Highlight, das blaue, das dunkelblaue, sieht exzellent aus. Auch die dunkelblaue Rückseite mit matter Rückseite, sehr geil, aber wie immer natürlich alle Max-Modelle sehr groß, das seht ihr gleich im Vergleich zu dem iPhone 12 Pro, denn ich halte sie natürlich auch alle nebeneinander und das Blau, je nachdem wie es schimmert, kann es auch mal dunkler, mal heller sein. Ich verwechsel es gerne mit dem Schwarz. Aber so nebeneinander sieht man natürlich eindeutig die Unterschiede. Wenn sie einfach auf dem Tisch liegen, dann kann man eindeutig die Farben sehen, wie man die jetzt hier alle kaufen kann. Ich finde es immer noch schade, dass das Dunkelgrüne nicht mehr erhältlich ist, aber hier seht ihr bei dem neuen Sensor die LiDAR-Geschichte, die neben den drei Kameras jetzt da ist, die wir vorher nicht hatten. Das ist der eindeutige Unterschied. Und dann haben wir hier wieder das Silberne nebeneinander. Hier das kleine Pro und das große Pro Max. Sieht doch super aus. Und natürlich auch das Goldene. Sieht ziemlich ähnlich zu dem Silbernen aus, hier jetzt bei dem Licht, aber es geht ja hier jetzt um die Größe. Die Farben habt ihr ja vorhin schon gesehen. Dann das Schwarze sieht auch geil aus. Oben seht ihr natürlich das ungefähr 1,5 Finger größer, das Pro Max. Macht aber dadurch auch ein bisschen mehr Spaß, wenn wir kreative Arbeit drauf leisten. Fast schon so groß wie ein Tablet, muss man hier sagen. Und das Dunkelblaue auch genial, je nachdem, wie das Licht drauf einfällt. Und jetzt nochmal alle ganz kurz hier, dass ihr sehen könnt, dass das runde Design jetzt zum eckigen geworden ist. Nur der kurze Vergleich dazu. Und dann nochmal alle hier im Überblick, beziehungsweise hier die Farben nochmal aufeinander gestapelt. Sieht natürlich auch super aus bei den neuen 12er Modellen. Das sind übrigens die kleinen normalen 12 Pro, aber die haben ja die gleiche Farbe, habt ihr gerade gesehen. Hier nur, falls ihr euch wundert, wieso sie ein bisschen kleiner sind. Das war hier noch nur nochmal der Farbübergang. Dann die neuen iPad Airs habe ich auch mal nochmal hier reingepackt. Und die normalen 12er, falls euch da die Farben auch interessieren, dazu habe ich auch so ein längeres Video, wo ich genau das gleiche mache wie hier. Aber dann kommen wir auch gleich noch zum Zubehör, denn die normalen 12er interessieren euch vielleicht nicht ganz so stark. Beim Zubehör haben wir natürlich viel zum Beschützen, Protecten mit den Silikonhüllen. Dann haben wir mittlerweile auch Lederhüllen. Die kosten alle zwischen 50 und 70 Euro, je nachdem, welches Modell ihr kauft. Unten die Otterboxen. Hier natürlich auch alle mit dem MagSafe integriert, mit dem runden Kreis. Das seht ihr gleich dann aus der Nähe. Das sind die Otterboxen, also nicht die Original-Apple-Hüllen. Kann man auch im Apple Store kaufen, denn ich bin ja gerade im Apple Store in München. Und ja, wir sehen, es gibt die durchsichtige Hülle. Dazu ein ausführliches Video demnächst, wenn ich alles über MagSafe erzähle. So sehen die Dinger aus und dann wir sehen können, ein bisschen salzige Preise jetzt für die Silikonhüllen, aber natürlich haben sie jetzt auch ein bisschen mehr Magneten drin und mehr Technik.
So, und das war es jetzt hier auch schon mit den ganz kurzen 12 Pro Max Videos in den ganzen Farben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist immer noch nicht allzu viel los hier bei Apple, ist aber auch gut so. Die Schlangen waren immer früher viel zu lang. Jetzt könnt ihr einfach online bestellen, sind auch noch alle verfügbar so ziemlich. Also geht, legt los, entscheidet euch für eine Farbe und wir machen weiter mit natürlich vielen coolen weiteren Videos für euch hier auf TechVideo. Also Klingelchen anmachen, abonnieren und Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt, unten in den Kommentaren oder auf meinen Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Ballasch nochmal und tschüss.